Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. So, genau, ich bin hier stehen geblieben. Ich dachte mir, ich guck mich nochmal um, aber richtig, wir waren an der Schlickgriffwehr. Genau, Angharad Glindor oder wie auch immer man das ausspricht, zur Rede stellen. Genau, die gute Angharad. Die ja für den Totenkell hier irgendwelche Untoten erweckt oder ähnliches. Hier kommen wir nicht durch. Das ist wieder eine von diesen Sachen, wo man dann irgendwann einen Durchgang hat. Entweder von der anderen Seite oder weil Dinge passieren. Die Goldmünzen nehmen wir mal. Die Magieverstärkung. Not so much. Okay. Materialien nehmen wir. Die fressen keinen Inventarplatz. Wow, die Falle habe ich übersehen. Die Falle habe ich auch übersehen. Großartig. Noch eine? Noch eine, die ich übersehen habe? Eieiei. Gut. Wir machen uns hier mal drum. Nicht so, dass wir den Vergorter unbedingt brauchen. Ich habe mich so daran gewöhnt, dass wir nicht alleine rumlaufen. Darum beschwöre ich den immer noch, aber eigentlich brauchen wir ihn nicht. Was war denn hier? Die Faszination von Galgens End 3. Ein Buch. Hatten wir das erste schon? Hatten wir da schon was zu? Gucken wir mal schnell. Es fehlt auch noch ein Kartenteil, ja, richtig. Ach, davon haben wir ja auch schon wieder. Können wir auch eins verkaufen oder loswerden. Oh, das ist echt. Also, das ist das Einzige, was mich in dem Spiel wirklich grandios nervt, ist das Inventar manchmal. Okay, hier ist es. Wir hatten das 2 und 3. Ich glaube, wir haben Teil 1 noch nicht gefunden. Habe ich Teil 2 schon gelesen? Das kommt mir so unbekannt vor. Kommt mir wirklich unbekannt vor. Also die Faszination von Galgens End. Band 2. Der Umfang dieses Werkes hat im Laufe der Zeit beträchtlich gelitten. Ein Großteil der Seiten wurde herausgerissen. Und die wenigen verbliebenen Seiten sind verschmutzt und nahezu unlesbar. Geflüster Irathels. Auf Grundlage kürzlich entdeckter archäologischer Beweise ist offenkundig, dass die ersten zivilisierten Bewohner Galgens Ends die geheiligten Irati waren. Wie lange ihre Herrschaft dauerte, bleibt jedoch weiterhin ungewiss. Beweise für die frühere Anwesenheit der Irati sind auch heute noch überall auf der Insel zu finden, hauptsächlich in Form von Ruinen. Das herausragendste dieser Bauwerke ist der monumentale Ring des Wächters, ein Kreis aus Menhiren, der vom Gipfel im Norden der Insel auf diese hinabblickt. Man vermutet, dass die Irati vor ihrem Weggang von der Insel eine mächtige Wesenheit in der... Teil 3. Aha. Dieses mit primitiven Zeichnungen und Symbolen ausgeschmückte Buch ist teilweise in Dwergisch geschrieben. Gucken wir mal. Die Dwerga und Solzwart. Es war nur eine Frage der Zeit, dass die Insel Galgens End von Dwerga-Seeleuten eingenommen wurde, die von ihren starken natürlichen Verteidigungen, der schmalen Fahrrinne und vom geschützten Riff vor der Nordküste angezogen wurden. Und auch wenn es niemand hier offen zugegeben hat, so wurden sie außerdem von etwas Tieferem angezogen, einem sonderbaren, beinahe übernatürlichen Zwang. Um eine dauerhafte Präsenz auf der Insel zu errichten und ihre langfristige Sicherheit zu gewährleisten, gruben die Dwerga tief in die Hochebenen und die Klippen an der Küste hinein und erschufen dabei eine Reihe von Stollen aus Holz und Lehm, die Wehren genannt werden. Dieses Netzwerk von Durchgängen erstreckt sich sowohl über die gesamte Hauptinsel als auch bis hin zu kleineren Inseln, die sich über die Ufer und Sandbänke verteilen. Somit liegt die Vermutung nahe, dass all diese Gänge miteinander verbunden sind.
Der Anführer dieser tüchtigen Zwerge war der Dwerger Berserker Ansgar Solzwart, Sohn des Ulfstein, ein Lord der Obsidianinsel. Häuptling Ulfstein verstarb während der Landung auf der Insel, die von den Dwerger schnell Varalin getauft wurde, was in ihrer Sprache so viel wie gefährlich bedeutete. Nach dem Tod seines Vaters ließ Solzwart ein Lager auf den südlichen Stränden der Insel errichten und begann mit der Arbeit an der Gravehall-Feste, einer ungeheuerlichen Behausung, die sich mit keinem anderen Dwerger-Bauwerk vergleichen lässt. Dort aufgefundene Artefakte legen nahe, dass Solzwart geplant hatte, einen Umschlagplatz für Sklaven zu errichten, der den Einflussbereich der Dwerger bis weit ins westliche Frostbruchmeer ausdehnen würde. Das klingt jetzt nicht mehr so, als wären die Dwerger Zwerge. Ich habe ja gedacht, Dwerger, Zwerge, bestimmt. Aber das scheint ja noch was anderes zu sein. Interesting. Bin mal gespannt, ob hier in den DLCs noch irgendwelche Inhalte auftauchen, die wir... Oder noch irgendwelche Dinge auftauchen, die uns vorher überhaupt nicht begegnet sind. Also die Dwerger kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, die waren vorher noch nirgendwo. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und, ja, das hat alles schon was hier. Kompendium 1, das haben wir doch schon zweimal. Das nehme ich nicht nochmal mit. Okay. Hier ist überall, hier sind überall Absprungpunkte. Auch interessant. Hi, wie schön. Wie gut, dass wir den Fallen durch den Sprung ausweichen konnten. Wieder vergorter Seeleute. Das war jetzt irgendwie ein bisschen irritiert. Was haben wir denn hier? Fährtenlesertrank. Was tut der denn? Sinnesschärfe erhöhen. Aha. Kartenteil Nordküste. Kartenteile 2 von 3. Ah. Ist das was anderes? Aber wir haben doch... Moment. Moment. Jetzt gucke ich mal eben. Nicht, dass wir jetzt zweimal die gleiche Karte... Kartenteil Nordküste. Ah, das sind so unterschiedlich. Ach du meine Güte. Okay. Also jede Kiste abklappern. Jede. Jede. Da ist sie. Was wollt ihr? Wisst ihr denn nicht, dass euch der tote Kell töten wird, wenn er euch in seinen Tunneln findet? Ihr solltet mehr Verstand haben. Zumindest mehr als ich. Er könnte es versuchen. Wer seid ihr? Ich bin Angarad Glyndor. Aber wer seid ihr? Ihr mögt es bei meinem Anblick nicht glauben. Aber ich war einst eine zivilisierte Frau. Eine Ehefrau, Mutter und Magierin. Das alles wurde mir genommen, als ich auf Galgens End erwachte. Ich habe Jahre hier vergeudet. Jahre, die ich niemals zurückerhalten werde. Aber das hat nun ein Ende. Okay, das mit der Magierin ist klar, das mit der Ehefrau und Mutter. Naja, was macht ihr denn? Ich erfülle meinen Zweck und tue, was nötig ist, um mich aus meinem Gefängnis zu befreien. Es ist nicht leicht, Fergorta zu erschaffen. Es erfordert Zeit, Energie... und Macht. Aber ich tue es, weil der tote Kell und ich eine Vereinbarung haben. Er ist nicht so kalt, wie alle sagen. Und er hat seine Gründe, ein Monster zu sein. Genau wie ich die meinen. Der tote Kell ist euer Meister? Ja, das wissen wir schon, aber okay. Ich gehöre niemandem. Kell und ich haben eine Vereinbarung. Das ist alles. Er hat geschworen, mich zurück in die Zivilisation zu bringen. Zurück nach Rathir. Nach Hause. Aber ich muss ihm eine Mannschaft aus Fergorta für seine Raubzüge erschaffen.
Ich besitze außergewöhnliche Fähigkeiten, vor allem so weit von der Schulia Arcana entfernt. Magier scheinen auf Galgens End äußerst rar zu sein. Ich würde mich nicht auf den toten Kell verlassen. Ich finde ihre Schulterklappe da sehr interessant, dieses, wo ich das gerade so sehe. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie sich in ihrem neuen Job als Nekromantin etwas zu sehr reingesteigert. Okay, ich habe ein Schiff. Und ihr würdet mich mitnehmen? Zurück nach Rathir? Wenn ich einen anderen Weg finde, um von Galgens End zu entkommen, brauche ich keine Vereinbarung mit dem toten Kell. Richtig. Ich werde mich entscheiden, euch zu glauben. Aber nur, weil ich als dieselbe Frau zu meinen Kindern zurückkehren möchte, die sie verlassen hat. Ich darf nicht zu einem Monster werden. Mädchen, du bist eh schon nicht mehr die gleiche. Das ist doch wohl logisch. Aber gut, erzähl mir mal was über dich. Ich bin niemand. Ich war eine Adeptin der Magie in der Schulia Arcana. Ich hatte einen Ehemann und zwei Kinder. Der Orden suchte nach Freiwilligen, die eine Warenlieferung für die Almain schützen sollten. Ich weiß immer noch nicht, warum ich mich gemeldet habe. Okay, erzähl mir was über den toten Kell, weil vielleicht weiß sie ja noch irgendwas. Er ist jemand, den man fürchten sollte. Klug und charismatisch. Der Inbegriff eines Schurken. Oder zumindest war er das vor seinem frühzeitigen Tod. Ich wollte ihm glauben. Wer würde nicht hören wollen, dass seine Träume Realität werden können? Ja, das stimmt wohl. Sie ist ja auch eine Weile auf Galgens End. Vielleicht kann sie uns da noch was erzählen. Anfangs fand ich es schön. Es war eine Insel der Ruhe in der aufreibenden Betriebsamkeit unserer Welt. Doch schon bald wurde meine Sehnsucht nach Zuhause unerträglich. Okay. Auf Wiedersehen. Ich finde es übrigens sehr gut, tatsächlich diesen DLC nicht während der Hauptquest gemacht zu haben. Zum einen, weil dieses Gefühl von Dringlichkeit, das man in der Hauptquest ja doch irgendwie so ein bisschen haben möchte, hierdurch total unterbrochen worden wäre. Und außerdem, weil hier auf der Insel der Krieg so weit weg ist, dass er gut einfach ganz viele Jahre später oder vorher passiert sein kann. Und ich das eigentlich ganz nett finde. Also bis jetzt hat niemand was von dem Krieg erwähnt, also... Okay, haben wir denn hier irgendwas? Das nehmen wir mal. Das war Verstohlenheitstalent. Ja, nee, alles andere. Untersuche das schwarze Atoll. Ein Bild. Mal gucken, was passiert. Ist ja immer, ne, bei Bildern in Spielen. Da bin ich jetzt von Dark Souls irgendwie gebranntes Kind scheut das Feuer. Aber gucken wir mal. Vor langer Zeit erhoben sich die schwarzen Korallenriffe hinter der Insel gen Himmel und drohten, die gesamte Insel zu verschlingen. Dauerhaft plus eins auf Mana-Regeneration. Den Zusammenhang verstehe ich nicht. Aber gut, ich nehme das. Ich nehme das. Ich nehme jeden Bonus, den ich kriegen kann. Ja. Kartenteil Nordküste. Karte zusammensetzen. Okay, das heißt, ich brauche drei Kartenteile von der Nord, drei Kartenteile von der Südküste. So verstehe ich das jetzt zumindest. Es könnte tatsächlich so sein. Was war denn hier gerade? Aufheben Flaschen. Ah! Süßer Avery, es ist klug, dass ihr euch vor diesen Kreaturen vorseht und ebenso, dass ihr den Sinn meiner Worte entschlüsselt habt. Meine Einsamkeit war wohl zu offensichtlich. Ich schätze, ihr habt mich auch etwas über mich selbst gelehrt. Ich würde ja zu euch kommen, aber ich bin damit beschäftigt, den jüngsten Opfern dieses verfluchten Piraten zu helfen. Sie plagen sich direkt südlich der alten Feste ab. Dort werdet ihr mich finden. Briar. Ja, mein Inventar ist voll, ich weiß. Mir klar. Ich mache jetzt mal die Karte zusammensetzen, dann müsste ich eigentlich Platz haben. Wieso habe ich keinen Platz, wenn ich 109... Egal. Hier, nutzen. Kartenteil Trostcup. Okay, dieser vergilbte Pergamentschnipsel scheint Teil einer dwergischen... Ach so. Moment, das ist jetzt... Das ist jetzt... Habe ich das jetzt... Was? Okay. Ich hatte jetzt das so verstanden.
Bücher über die Orte, das muss ich auch mal alles loswerden. Buch der Artefakte habe ich auch irgendwie. Ja, hier, Compendium 1 habe ich schon zweimal gehabt. Aber wo ist das jetzt? Ist das jetzt wirklich... Ist das die zusammengesetzte Karte jetzt? Hier. Dvergar-Karte, Nordküste. Diese zusammengesetzte Karte stellt die Nordküste von Galgensend dar. Allerdings wurde der Begleittext in einer unleserlichen Dvergar-Schrift verfasst. Die Karte führt zu einem wertvollen Relikt der Dvergar. Vielleicht muss ich da mal mit der... Okay. Wieso ist jetzt nicht genug Platz, obwohl ich... Jetzt bin ich wieder auf 110. Warum? Spiel, mach mich nie fertig. Okay, ich guck mal gerade, ob ich hier irgendwas hab, was ich... plus 80 Leben. Nett. Hier war nichts. Konsumgut. Vielleicht ist ja hier noch irgendwas, was ich nur einmal hab. Meisterhafte Diebeslist. Strömungsdämmer. Senkt den Blitzschaden. Senkt den Magieschaden. Okay, das benutze ich nie. Ist da noch irgendwas drin? Wir machen das mal kaputt. Die beiden Tränke machen wir jetzt einfach mal. Dann haben wir Platz und dann können wir diese blöde Flaschenpost mitnehmen für den Fall. Ach, jetzt entfernt er erst Kartenteil. Ah, jetzt, guck mal. So, nach Schatzgraben. Okay, haben wir jetzt doch alles. Warum? Da ist doch nur eine Flaschenpost. Wieso ist das Inventar jetzt wieder auf 110? Gerade war es auf 109. Das macht mich fertig. Ich gehe mal eben... Quatsch. Quest. Habe ich jetzt eine Quest für die Karte? Ja. Okay, also ich muss mit Konrad reden und dann muss ich nach dem Schatz graben. Aber ich frage mich jetzt trotzdem, was mit meinem Inventar ist. Irgendwie hatte ich gedacht, ich hätte jetzt mehr Platz. Muss ich einfach mal ein paar Gegenstände wegtun, die ich hier habe. Ein paar von den Büchern. Weil ich meine jetzt mal ehrlich, ich brauche kein... Ich könnte auch ein paar von den Dingern... Ja, die Tilt-Sammlung geht nicht. Plunder. Plunder. Nee, ich will es nicht lesen. Das haben wir schon gelesen. Buch der Artefakte... Das haben wir auch schon gelesen. Und das habe ich sogar zweimal. Über das Huhn hatten wir auch schon. Über die Alchemien. Tilts Sammlung 2. Wieso ist Tilts Sammlung 2 nicht hier oben? Macht mich ja schon wieder nervös. Die Bibliothekarin in mir schreit auf, wenn ich sowas sehe. Jetzt müsste es aber... reichen. Jetzt kann ich ein paar Sachen wegtun. Hm? Ja, das will ja auch keiner kaufen, die Companion. Das interessiert ja keinen. Machen wir mal ein bisschen Platz. Gucken wir mal. So, kann ich jetzt bitte diese Flaschenpost mitnehmen? Danke. Oh, ja. Das wollte ich jetzt aber nun wirklich nicht. Gut. Da wir hier in einem Dungeon sind, müssen wir wieder zurücklaufen. Sind wir jetzt von hier gekommen? Sind wir. Aber wir können jetzt hier raus, richtig? Das ist jetzt der kurze Weg, durch den wir eben nicht gehen konnten, oder? Müsste jetzt das sein, wo wir eben nicht lang konnten. Oder? Nee, noch woanders. Ist noch ein anderer Weg. Die mit Bannen? Da ist noch ein Stein. Ach du meine Güte. Schlösserkuppel. Wir haben auch irgendwie zu viel Dietriche. Die sind im 2 Stacks. Ich darf nie mehr als 99 Dietriche mitnehmen. Okay. Der zweite Zyklus. Die Alpha.
Du hättest keinerlei Freude an der unangenehmen Kletterei, die nötig ist, um diese Insel zu durchqueren, meine Liebe. Sie ist wahrhaft tückisch. So wie ich mich dabei winde und verbiege, ähnle ich vermutlich den Akrobaten, die wir vor all diesen Nächten im Sonnenlager gesehen haben. Die Irrati waren nicht die einzigen Bewohner von Galgen's End, wenn auch zweifelsohne die ältesten. Natürliche Höhlen im Norden und Süden liefern zahlreiche Hinweise auf eine Vielzahl anderer Besucher. Sowohl aus zivilisierten Völkern als auch aus dem Reich der Bestien. Die Strände sind mit Waffen und Rüstungen der Alfar übersät, die nur darauf warten, eingesammelt zu werden. Sie scheinen diese Insel ebenfalls überstürzt verlassen zu haben. Diese Tendenz ist beunruhigend. Was versetzt ihr alle in Angst und Schrecken? Grüß die Templer von mir, liebste Nette. Du bist wie immer in meinen Gedanken. Ich finde es interessant, dass es diese Wissenssteine sind, aber dass das hier, zumindest was hier gerade in der Übersicht stand, dass das mit der eigenen, mit der Stimme des eines gnomischen Scholaren gesprochen ist. Sehr interessant. Es gibt auf jeden Fall 5, wir haben 2. Und es gibt noch in der Greyfall-Feste offensichtlich auch 5 Steine. Zumindest hallo. Gibt es, ja, hallo. Ich weiß nicht, wie ihr Angarad davon überzeugen konntet, dass ihr ein Schiff gefunden habt. Aber es ist mir auch egal. Sie ist frei. Alles, was ich jemals wollte, war, sie zu beschützen und wieder nach Hause zu bringen. Freunde passen aufeinander auf. Und vielleicht ist sie für mich auch mehr als eine Freundin geworden. Selbst wenn meine Gefühle niemals erwidert werden. Angarad wird ihre Familie wiedersehen. Aber nicht vom Schiff des Toten Kell aus. Das verspreche ich euch. Sehr schön. Passt alles auf klar. Euch auf. Gut, wunderbar, dann haben wir das erledigt. Ja, das. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht einmal zur Greyfall-Feste zurückgehen. Da müsste jetzt vielleicht schon was fertig sein. Dann können wir da mal gucken, was wir da so. Vielleicht können wir dem auch Dinge abgeben. Hallo. Ja, hallo. Hallo, du hast eine Aufgabe für mich. Ich muss aber erstmal zu Paddy zurückkehren hier. Cool, hier sind Läden. Es ist vollbracht, Herrin. Ich bin sicher, ihr werdet beeindruckt sein. Im Übrigen habe ich mir erlaubt, Killian Keen aus Trostkap einzuladen. Er ist euer neuer Bestienmeister und wartet am Bestienpferch auf euch. Okay, was ist als nächstes instand setzen? Ich habe gerade erst angefangen, Herrin. Mehrere Schriften, die ich in der Feste gefunden habe, beziehen sich auf einen ungewöhnlich großen Anbau neben dem Hauptgebäude. Dafür brauche ich 2 Bündel Amberholz, 2 Bündel Segeltuch und 4 Bündel Seestahl. Uff, welche Bücher in der Feste? Ein Tagebuch, das, glaube ich, dem ursprünglichen Waffenmeister hier gehörte, hat mich überzeugt, dass das eingestürzte Gebäude links neben der Feste eine Rüstkammer war. Es enthält einige merkwürdige Andeutungen, dass er eine Methode zur Einschätzung der Kampfkraft eines Schülers entwickelt hat. Aber das ist mir zu hoch. Okay, saht ihr das in eurem Traum? In meinem Traum sah ich einen Anbau neben dem Hauptgebäude. Inzwischen weiß ich, das war die Rüstkammer. Dort wurden Waffen aufbewahrt, das ist klar. Aber gleichzeitig war sie eine Art Kampfkunstakademie. Okay, welche Rüstkammer? Die Dwerger haben Rüstkammern gebaut und ihre Waffenmeister zu erkennen gelehrt, welchen Schaden man mit Waffen oder Zaubern verursacht. Okay, ich besorge euch alles Nötige. Seestahl liegt für gewöhnlich an der Küste herum. Schön, er liegt einfach. Ich zeichne auf eurer Karte ein, wo ihr einige Kisten finden müsstet. Okay. Sobald ihr zurück seid, mache ich mich ans Werk. Alles klar. Gut. Wiedersehen. Danke. Das dauert jetzt ein bisschen. So, dann reden wir nochmal mit ihm hier. Der will doch bestimmt dann Tiernahrung von uns. Wir haben doch alles Mögliche eingesammelt. Guck mal hier. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Killian, Bestienmeister. Sieht ein bisschen strange aus. Okay, ihr dressiert Bestien? Ich bin ein weltbekannter Bestienmeister. Gebt mir irgendein Tier und ich dressiere es. Wenn ihr mir etwas Futter besorgt, das ich als Köder auslegen kann, dressiere ich einen Begleiter für euch. Ihr dressiert Begleiter? Ja, das habe ich schon als kleiner Junge gemacht. Oh Gott, diese Augen. Ich kann beinahe jedes Tier dazu bringen, in der Feste zu leben und zu arbeiten.
Ich hätte gern einen Begleiter. Wollt ihr einen großen oder einen kleinen Begleiter? Denkt daran, dass ich immer nur 3 Begleiter halten kann. Die Frage ist, wie klein ist ein kleiner und wie groß ist ein großer? Wir können ja erstmal einen großen nehmen. Je größer, desto besser, was? Was hättet ihr denn gern? Was gibt's denn? Argumea Wolf, Bargest. Bär. Bargest. Wir killen sie sonst immer, aber ich nehme mal gern Bargest. Bargest haben scharfe Zähne, lassen sich aber gerne streicheln. Gebt mir einen Tag, um einen zu finden und zu dressieren. Gut. Ja, ich will eine dressierte Bestie. Gebt mir etwas Zeit, um euren Begleiter zu dressieren. Ihr wollt doch nicht, dass er euch die Hand abbeißt, oder? Na gut. Erzähl mir was über dich. Ich wurde ausgebildet, zu kämpfen und die Tiere den Menschen untertan zu machen. Aber das ist hier nicht sonderlich gefragt. Wir mussten nie kämpfen, dank Akaras Schutz. Und Alda duldet keine Tiere im Dorf. Warum nicht? Boah, das ist doch schon wieder... Okay, einen schönen Tag noch. Also dieses Dorf und diese Sache mit Akara. Ich meine, davon abgesehen, dass ich bei Akara immer an Diablo denke. Okay, Ambrose Flora. Ihr müsst die mächtige Herrin sein, von der Paddy erzählte. Er hat immer wieder davon geschwärmt, wie großartig und gütig ihr seid. Um ehrlich zu sein, bin ich nur wegen des Windes hierher gezogen. In diesem Kaff an den Klippen war es ein bisschen windig. Okay, ich möchte gerne einkaufen. Wow. Gut, ja. Ich möchte noch mehr verkaufen. Ich fürchte... ich muss die Strandgut-Chakren verkaufen. Ich kann sie nicht zerlegen, weil ich das mit den Lilanen irgendwie noch nicht kann. Ich verkaufe die. Die Feuerklingen sind die. Und ich hatte vorher, glaube ich, Atropos und Vishani ausgerüstet. Ne? Ja, lassen wir nochmal. Die Seelenlinse. Ich glaube, die werde ich mal verkaufen. Was sind das eigentlich? Oh, dieser Anhänger trägt das Siegel der Schulia Arcana. Er ist Rasiermesser scharf und fühlt sich heiß an. Also wenn das Ding, was wir anhaben, nicht so mega wäre, würde ich ja das glatt nehmen, weil das ist ziemlich cool. Volltreffer und Durchbohrungsschaden erhöht, aber so ist es für mich ein Fall für Verkaufen tatsächlich. Haben wir hier noch irgendwas zum Verkaufen? Ja, ich glaube... Bin einfach nicht so... Ne? Das passt nicht so ganz. Achso, ich wollte noch gucken, was sie hat. Pestilenzgewand. Was genau? Es ist Zauberkraft, das dachte ich mir fast. Aber was tut es noch? Leben, Mana-Regeneration. Aha. Mimikerhände. Auch Zauberkraft. Ich denke, sie wird nur Zauberkraft-Sachen haben, oder? Und ja, es ist mal wieder so, entweder... ist es auf Zauber oder auf Nahkampf ausgelegt. Aber unser Weg mit quasi der Schurkenweg, der ist hier nicht ganz so. Ja. Das war auch nichts, was wir tragen konnten. Ne? Genau deswegen. Ja. Okay, auf euch auf, ade. Ich wollte jetzt aber mal reingehen, wenn wir schon mal hier sind. Ja, das sieht jetzt schon ganz anders aus als beim letzten Mal. Auch hier, ne? Es sieht schon ganz anders aus. Gehen wir nochmal rein. Okay. Ja, das sieht ein bisschen anders aus als vorher. Definitiv. Ich frage mich ja jetzt nur gerade, wo wir dann hier Steine finden. Ob wir hier Steine finden. Also Wissenssteine. Ob die tatsächlich hier drin sind oder dann woanders. Oder vielleicht gibt es noch einen Keller oder so. Sind ja meistens nicht so ganz offensichtlich, diese Steine. Gibt es hier noch... Okay, hier ist unser Bett. Können wir uns hinlegen und schlafen. Auf der anderen Seite ist eine Truhe und eine Aussehensanpassung. Oh Gott, diese Kamera heute wieder. Es glitscht etwas rum. Hier ist auch ein Bett.
Okay, dann ist das unser Raum und dann ist das andere gar nicht unser Raum. Ich könnte was ins Lager schmeißen. Dinge, die ich nicht wegschmeißen will, die ich aber nicht unbedingt brauche gerade. Ich kann aber... Den Ring der Maid kann ich zum Beispiel nicht verstauen. Das Band des Reisenden schon. Das auch. Das auch. Ja, ich lasse nochmal... Ja. Ja. Ich habe bestimmt noch mehr, was ich gerne verstauen möchte gerade. Gucken wir mal. Ich habe das lange nicht gemacht. Gott, diese ganzen Gemmen, die ich auch ewig nicht gebraucht habe. Nee. Oh, wir haben nicht mehr so viele Reparaturkits. Da sollte ich vielleicht nochmal welche kaufen. Säurelösung. Die haben wir für irgendwas gebraucht, aber ich weiß schon nicht mal mehr für was. Das verstauen wir auch mal. Das brauchen wir jetzt alles nicht mehr, oder? Ach, das geht nicht. Alles, was wir verstauen können, sollten wir vielleicht jetzt mal hier verstauen. Damit wir ein bisschen Zeug loswerden. Das ist bestimmt von dem... Ich glaube, das ist von der Arena. Ja, die Dinger können wir jetzt gerade nicht... Das hat sich erledigt. Das sind Briefe. Das können wir nicht. Die Motusberichte. Ja, alles, was so... Ich glaube, alles, was irgendwie Questgegenstände waren, können wir nicht unbedingt verstauen. Ja, aber wir müssen ja nicht... Ach so. Ist das jedes Mal die gleiche gewesen? Das verstehe ich nicht. Oder hat er die jetzt mehrmals aufgenommen? Und deswegen war kein Platz mehr. Ah, das ist ein Questgegenstand. So, jetzt haben wir aber schon ein bisschen mehr Platz, würde ich sagen. Ein bisschen was im... Jetzt müssten wir doch hier... Ja, 71! Endlich mal! Ja, das hat ein bisschen gedauert. Ich habe mich nicht so ganz losreißen können von den Dingen im Inventar. Aber letztlich ist es ja Quatsch, alles mitzunehmen. Dann gehen wir wieder raus und gucken mal. Ja, also das mit dem... mit der Festung hier finde ich auf jeden Fall sehr cool. Das ist nochmal anders als diese ganzen anderen Sachen, die wir haben, die Häuser. So eine eigene Festung hat schon was. Ich bin mal gespannt, wo das, ob das da, das hier dann das die Rüstkammer hinkommt. Und hier ist ja auch noch Platz für irgendwas, oder? Ja, hier ist auch noch mal. Es wird noch bestimmt noch ein Nebengebäude geben. Okay, ich bin gespannt. Ja, dann mache ich jetzt an dieser Stelle mal einen Cut. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns vielleicht mal um das Schatzheben. Denn Schätze sind immer eine gute Sache. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann!